geschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, ihr seht, ich bin unterwegs hier mit Bikey. Ja, und ich habe mir heute einfach wieder gedacht, ich nehme euch mit, weil wir haben einen super, super schönen sonnigen Tag. Und ja, ich bin wieder im Grün, Leute. Ja, und Natur, überall ist es grün, so wie ich es mag. So, jetzt steige ich hier einmal ab. So. Oh. Ja, ihr seht schon hinten im Hintergrund wunderschöne Sonne. Es ist richtig, richtig herrlich warm und ich liebe es, Leute. Endlich ist es so schön geworden, wie es vorausgesagt worden ist. Ja, und ich bin jetzt hier auch am Wasser. Stellen wir mein Bike hier ab. So, ich zeige euch das jetzt einmal. Tada! Bikey! Ja, so sieht Bikey aus. Ist auch noch sauber, weil wir jetzt auch noch keine Regentage hatten. Und seht mir, hier sind so, so wunderschöne Blümchen. Ja. Und Löwenzahn, jede Menge. Ja, ist echt, echt herrlich hier. Also ich mag das total, so diesen Ort. Ich bin ja auch mit Skip total oft hier gewesen im Sommer und letzten Sommer. Ja, und Skip ist jetzt auf jeden Fall zu Hause. Ja, der ist ganz gemütlich in seinem Hundebetti. Und ich habe gedacht, fährst jetzt einfach mal ein bisschen nach draußen und genießt halt das Wetter, wie ich eben schon gesagt habe. Ich hoffe, ihr könnt das auch genießen, dass ihr ein bisschen draußen seid. Und ja, es tut einfach echt so gut, mal wieder Sonne zu haben und so. Leute, es ist einfach schön. Ja, schaut mal. Hier ist der Fluss, an dem ich immer sehr oft bin. Da. Ja, und alles mit Bäumchen voll. Und wir haben strahlend blauen Himmel, Leute. Strahlend blau. Da hinten sind zwei, kann ich gar nicht sehen, zwei Kraniche oder so. Ja, und ja, ich gehe jetzt hier lang. Wir schauen mal, wie das da vorne aussieht an dieser Stelle, wo ich immer ins Wasser gehe. Also ich bin ja im Sommer, im Sommer habe ich hier immer so ein paar Stellen, wo ich dann ins Wasser gehe. Und das ist eine davon, weil da ist unten auch so ein bisschen Sand. Und ja, ich finde das total schön. Da gucken wir mal. Da ist auch alles voll mit Blümchens. Da. Genau. Und Leute, hier seht ihr schon, alles fängt an zu blühen, alles bekommt Knospen und ja, der Frühling ist da, Leute. Bald ist auch schon Ostern. Ich weiß nicht, ihr könnt mir mal schreiben, was ihr da so macht. Ich meine, klar müssen wir jetzt alle in dieser Zeit zu Hause sein und so, aber ja, vielleicht verbringt ihr den Tag mit Filme schauen oder auf dem Balkon oder im Garten oder so. Ich weiß auf jeden Fall noch gar nicht so, wie das Wetter wird. Meistens regnet es ja auch Ostern, ob ich dann auch wieder ein bisschen draußen bin oder so. Ich hoffe zumindest, dass ich draußen sein kann, weil ich es halt liebe, Leute. Ihr wisst, ich liebe die Natur. Und ja, Bikey stelle ich jetzt mal ab. So, Bikey stellen wir ab. Steht. So, und hier sind wir jetzt an diesem Eckchen, wo ich immer ganz oft bin. Da ein Zug. Ja. So sieht das hier aus. Gehen wir mal dahin. So, und hier unten, da gehe ich im Sommer immer ins Wasser.
Das ist natürlich jetzt irgendwie auch hoch, also Hochwasser, sonst steht das alles noch ein bisschen niedriger. Und von hier kann man dann auch da ans andere Ende. Und wenn man da oben dann über die Wiese geht, hat man da auch noch einen riesenlangen, auf jeden Fall einen sehr langen Radweg. Und dann kommt man auch von einem Ort zum anderen. Ja, ist voll schön, Leute. Ich könnte die ganze Zeit in der Sonne hier sitzen. Das ist echt herrlich. Echt herrlich. Ja. Ja, ich könnte jetzt eigentlich einfach so eine Stunde in der Sonne sitzen. Divi sitzt einfach mal so eine Stunde in der Sonne, macht dann so ein Standbild für euch, aber sehr für euch auch langweilig. Aber trotzdem ist das mega herrlich. Das ist einfach so schön. Also wir haben heute ungefähr 13, 14 Grad, aber in der Sonne ist es wirklich so um die 18. Stand auf jeden Fall eben im Außenthermometer. Und ja, hier hinten ist eine riesengroße Wiese. Da habe ich auch schon mal mit Skip ein paar Fotos gemacht und ein paar Videos. Wenn ihr meine älteren Videos noch kennt, das heißt ältere, so alt sind die auch nicht, aber auf jeden Fall ist hier so der Platz auch, wo ich öfters mal so bin. Ich filme das jetzt auch alles wieder mit der Hand. Also ich hatte teilweise ja auch die Cam hier an meiner Halterung, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Ist für mich einfach einfacher. Uah, jetzt hatte ich hier so ein Kriechtier. Das war gerade an meinem Mund. Schaut mal, Leute, wie schön. Alles hier am Blühen. Hier alles am Blühen. Und ich fahre jetzt hier den Radweg einfach weiter. Beziehungsweise, oh, ich muss mal nehmen. Beziehungsweise Fußweg, aber hier sieht man auch wirklich sehr, sehr wenig Radfahrer. Und ja, aber es ist echt eine schöne Strecke. Und hier hinter mir seht ihr auch nur Wiese und Feld. Und hier sind ja sonst im Sommer ganz, ganz viele Pferde. Ich hoffe, die werden bald auch wieder hier draußen sein. Und einen davon, der heißt Apollo. Ja, wie Apollo Creed. Und ja, der ist einfach so getauft. Der heißt so, und leider ist der jetzt nicht da, sonst hätte ich euch den vorgestellt. Oh, wir können mal hier Pause machen, Leute. Schaut mal. Das wollte ich, das kann ich euch nämlich auch einmal zeigen. Hier war letztens irgendwann, ich kann euch gar nicht genau sagen, wann das war, Ende letzten Jahres auch so ein heftiger Sturm, also so richtig schlimm mit Gewitter und alles. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der Blitz den Baum getroffen hat oder irgendwas, aber es sieht wirklich danach aus. Ich zeige euch das mal. Das ist nämlich echt heftig. Seht ihr das? Also von da oben komplett ist das abgebrochen und das Stück von dem Baum liegt einfach mal so hier im Wasser. Ja, das ist schon richtig heftig. Ja, und keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Warum das so passiert ist. Aber das ist so passiert. Wir können ja auch einmal darunter gehen. Machen wir jetzt einfach mal. So, Bike stellen wir mal ab. So, da steht. Dann gehen wir mal hier runter. Genau, hier sind auch wieder. Alles ist am Blühen, Leute. So, dann sind wir hier auf diesem Vorsprung. Genau, und von hier könnt ihr dann voll schön rüber gucken zur Sonne. Ja, und hier liegt halt der abgebrochene Stamm. Das ist auch richtig heftig hier, diese Wurzel.
erinnert mich jetzt wieder an so einen Krokodil-Horrorfilm. Ja, aber Bikey ist da oben. Ich weiß gar nicht, habt ihr das auch, dass ihr immer so an Filme denkt, wenn ihr wo seid und was seht oder so? Also ich hab das ja, wenn ich irgendwo bin oder so, dann sofort, ah, das erinnert mich an das und das und ja. Leute, es ist einfach herrlich. Es ist so, so schön, dass jetzt die Sonne durchkommt. Und ich gehe jetzt hier mal weiter. Jetzt gucken wir mal, dass ich hier wieder hochkomme. So. Dann geht's mal weiter, meine Lieben. Ja. Und somit sind wir heute ja auch schon bei dem zweiten Bikey-Vlog übrigens. Der zweite Bikey-Vlog 2020. Ja, heftig, Leute, eigentlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich finde das immer so, so heftig. Sonnenschein. Leute, ihr merkt, ich kriege nicht genug von der Sonne, aber das ist heute einfach so. Ich hätte auch, letztens habe ich euch dann ja auch gefilmt, dass mein Bikey schon ein Jahr alt ist. Das kann ich selber schon eigentlich fast gar nicht glauben, dass die Zeit so, so schnell vergangen ist. Und ich wollte heute eigentlich mit euch noch da hinten in den Wald. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da hinkomme. Was schauen wir mal? Ich drehe mal, dann könnt ihr auch einmal gucken, wie das hier so aussieht. Hier ist auf jeden Fall Wald und hier ist dann dieser Weg. Also es ist richtig schön. Hier alles am Blühen. Es sind noch ganz kleine Buchen. Ja. Und hier zwischen, das ist immer total lustig, sind sogar Kirschbäume. Ja, also hier sind echt Kirschbäumchen zwischen und wenn ich im Sommer hier so lang gehe, dann kann man schon so Kirschen mümmeln. Das ist echt total süß irgendwie. So mitten in der Natur ein Kirschbaum, einfach mal sowas essen. Ja. Mal da, da. Die ist so einsam. Warum ist die denn alleine? Wie traurig. Leute, guck mal, da ist gar nichts anderes, nur sie. Aber die denkt sich wahrscheinlich auch, Divi ist auch alleine, ich bin auch alleine, ja, das passt schon. So, hier ist im Sommer übrigens immer ein riesengroßes Maisfeld, da seht ihr auch. Das haben die jetzt alles umgepflügt und die letzten Tage auch gedüngt. Also ich wohne ja auch so ländlich und wenn ich bei mir aus dem Haus gucke, dann ist bei mir auch überall nur Feld und Wiese. Und ja, da haben die einen ganzen Tag dann alles so umgepflügt, neu gemacht und das ist dann schon bereit für die nächste Saat. Hier zum Beispiel ist so ein Brunnen, beziehungsweise ich habe gedacht, dass es immer so ein Brunnen ist. Aber wenn ich mal hier bin, dann ja, kann man auf jeden Fall sich hier dann kurz hinsetzen, eine Pause machen und so. Weil, also hier ist es echt voll schön, wenn ich hier mal so rüberschwenke, seht ihr halt Land, Land, Wiese. Ja, auf der anderen Seite auch. Und alles voll mit Bäumen. Ja. Und weiter geht's. Da, 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 da. Di, di, di. Genau, und in den Wald wollte ich eigentlich mit euch rein. Dass ich euch den auch mal zeigen kann. Ich weiß nicht, sollen wir da jetzt rübergehen? Das ist wahrscheinlich besser. Dann steige ich mal ab
Und dann gucken wir mal, wie das da im Wald so aussieht. So, meine Lieben, wir sind im Wald. Ja, schaut mal. Wir sind jetzt hier angekommen. Ich schiebe das Bike jetzt auch mal, dann kann ich besser mit euch sprechen. Ja, und ihr seht hier, wie schön die Sonne so durch die Bäume scheint. Ja, ist auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner Tag heute. Und hier sind wieder so schöne Blümchen. Schaut mal. Da. Ja. Und alles fängt an zu blühen. Hier ist auch natürlich wieder kein Mensch. Die sind alle zu Hause. Oder woanders, aber nicht hier. So, hier ist auch so ein kleiner Weg. Ich stelle jetzt mein Bike mal hier ab. Und ja, ihr seht hier im Hintergrund ist wieder überall Wasser. Hier ist jetzt so der Fluss rumgegangen, wo wir eben waren. Und da vorne, da ist auch noch so eine, ja, wie soll ich das sagen? Auf jeden Fall, da ist auch noch so ganz viel mit Sand, wo man sich auch im Sommer hinlegen kann und so. Das ist total schön. Das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen, weil es jetzt ja auch noch Frühling ist oder... Auf jeden Fall ist das noch nicht so bewachsen, aber das ist eine richtig schöne Stelle und hier geht dann so der Fluss lang und dann kann man da hinten auch noch so rumfahren und ganz am Ende, also ich habe jetzt da einen Zug gesehen, da ist eigentlich eine Eisdiele. Ja, die ist auch jetzt immer noch da, aber ich habe gelesen, dass die Eisdielen jetzt auch zu haben sollen, also dass man da jetzt aufgrund von Corona nicht hin kann. Und ja, ist auf jeden Fall alles sehr schade. So bleibt mir dann nur ein McFlurry im McDrive. Aber da bin ich auch schon ein paar Mal mit meinem Bikey durchgefahren. Jetzt für die Leute, die Lust auf ein Eis haben und denken, dass es die Möglichkeit nicht gibt. Also das gibt es immer noch. Und ja, da habe ich heute auch einfach mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, wenn ihr diese App von McDonald's habt. Ich bin immer so auf McDonald's. Dann kriegt ihr immer so Neuigkeiten, was so im Angebot ist und so. Und ja, auf jeden Fall würde ich gerne mal den McFlurry Toblerone probieren. Ja, habe ich nämlich noch nicht. Und wenn ihr den schon probiert habt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben. Das würde mich mal interessieren. Und übrigens hätte ich jetzt auch gern einen. Ja, das nur mal so am Rande. Schaut mal, Leute, wie schön diese Wurzel hier ist. Das finde ich ja immer toll. Also wenn ihr so Fotos machen wollt, auch so von Messern oder Schwertern, wenn ihr sowas habt oder so, wie Stich jetzt zum Beispiel, ich würde das hier reinlegen. Das ist total richtig wunderschön. Und das ist der Baum. Ja, riesig. Riesig, riesig, riesig. Als ich übrigens jünger war, so in der Schule, da hatten wir am Schulhof, hatte ich glaube ich in einem Video auch erzählt, einen Kletterbaum. Und bis heute liebe ich das, auf Bäume zu klettern. Hier ist das natürlich nicht möglich, die Bäumchen, die sind alle zu groß, aber ich mag das total. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch heute noch machen würdet oder überhaupt machen würdet, aber ich mag das. Ja. Ja, ist echt schön hier. Ich glaube, ich drehe dann jetzt mal auch um. Ich weiß gar nicht, wie lange ich heute schon unterwegs bin. Auf jeden Fall eine ganze Weile. Und ich hoffe, euch haben die Plätze jetzt auch gefallen, die ich euch gezeigt habe. Und ja, mir macht das auf jeden Fall im Moment wieder so eine Menge Spaß, draußen zu sein, wenn es jetzt nicht mehr so, so kalt ist. Weil das ist mit dem Filmen auch so schwierig, Leute. Wenn ihr dann die Handschuhe anhabt und dann so dieses Fahren, es ist so kalt im Gesicht. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und ja, für die Leute, die natürlich immer auf dem Biking unterwegs sind, wissen das. Aber ja, deswegen bin ich froh, dass ich euch jetzt wieder öfters mitnehmen kann. Ich setze mich hier jetzt auf einmal hin und dann
Puh. Ja, hier ist so ein Ästchen. So ein Ästchen, wo ich jetzt drauf sitze. Ja, genau. Und ja, ich würde einfach sagen, dass wir das Video jetzt einfach mal beenden. Ich mache mich jetzt einfach auf den Rückweg. Kamera packe ich ein. Ich mache dann gleich noch ein paar Bilder, dass ich für euch noch ein hübsches Thumbnail hinbekomme. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein kleiner Bikey-Vlog Naturausflug gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat, wieder mit dabei gewesen zu sein. Und ja, ich wünsche euch einfach noch einen super sonnigen Tag. Ich hoffe, ihr genießt auch die sonnigen Tage im Moment, die noch kommen werden. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Liebe. Bleibt gesund, meine Lieben. Und bis dahin, macht's gut. Mua.